Geht, Guys! Willkommen zu einer weiteren Runde Dark Souls. Wir haben jetzt ja schon herausgefunden, dass wir unten eigentlich keine Chance haben, irgendwie weiterzukommen oder ich mich einfach zu blöd anstelle. Also quasi unten im Dschungel, hätte ich bald gesagt, im Wald. Dementsprechend werden wir einfach mal zurücklaufen und zwar gehen wir mal zu dem Anfangsdude, wo wir hier quasi auf der Insel gelandet sind. Da war ja auch ein Leuchtfeuer. Ja, komm. Und dann werden wir mal gucken, wie wir das da, also weil der Typ hat uns ja irgendwie ein paar Storys erzählt und ich kann jetzt nicht erzählen, dass ich das nicht wusste, aber ich habe mich mal so ein bisschen schlau gemacht und der verrät wohl einem, wo es lang gehen soll. Dementsprechend habe ich so gedacht, gehen wir da einfach mal hin. Und der Fahrstuhl ist ja nun um einiges eleganter, weil man ja einfach ganz easy peasy da hinfahren kann. Und das machen wir einfach mal, ne? Alter, bin ich hässlich. Alter, bin ich hässlich. Oh, ich habe ja richtig Titten, Alter. Wuhu! Boo Party! Boo Party! Dementsprechend werden wir mal gucken, was da so abgeht. Da sind wir. Ja, komm, die müssen wir wieder kaputt machen. Das ist so obligatorisch. Bin ich eigentlich oben, oder? Oh, gehen wir mal. Nee, stimmt. Ach, nee, unten muss ich ja lang. Ich muss da runtergehen. Hier ist wieder der Dude. Ich muss auch sagen lassen, man kann NPCs töten. Sollte man nur eigentlich nicht machen. Yay, eine Münze. Wuhu, Party. Ach so, ja, gut. Ja, wie gesagt, wir sind hier am Anfang, ne? Deswegen kriegt man hier noch einige Stories zu hören. Komm, speichern wir hier nochmal. Ne, ich will das nicht lesen, Mann. Ich will das... Da, danke. Das heißt, dass ich denn hier wieder spawne. Entschuldigung. Ja, ich schaffe es. Moment, ich habe die Glocke geläutet. Ihr gebt niemals auf. Hm, ich weiß nicht, wie ihr das schafft. Hört jetzt nicht auf. Nur noch eine. Das eine wird mörderisch. Ach, aber das wird mörderisch. Ja, nur noch eine Glocke. Wo ist denn die andere Glocke, Mann? Blöder Sack. Kannst du das nicht mal zählen? Ey! Ey, ey, ey! Habt ihr den gesehen hier gerade, den Larry? Ey, ey, ey! Der hier, den... Hier, das ist doch der komische Ritter da, den wir da, befreit haben. Komm mal hier denn runter. Muss doch hier irgendwie runterkommen. Ja, unüberwindbare Kante wieder mal. Ne, guck mal, da sind wir hochgelaufen. Ey, und... Ich springe da einfach runter. Also man muss ja auch irgendwie da runterkommen. Kann man hier nicht reinhüpfen? Das sieht so nach tot aus. Kann man hier überhaupt runterhüpfen? Das war ja die andere Frage. Frühestens hier. Und hier sagt... Nö. Oh, Mann. Ist ja keine Treppe. Ah, oh. Lol. Nein, habe ich nicht gesehen. Oh, Mann. Ist das peinlich. Mal gehen wir erstmal zu dem Dude hier. Ah. Hallo. I have your reward. Please. Sonnenlichtmedaille. I am grateful to you for freeing me. Not enough for you. So, mehr hat er nicht. Warte mal. Jetzt gucken wir erstmal, was das ist. Was haben wir denn von dem anderen? Sonnenlichtmedaille. Eine Medaille mit eingraviertem Sonnensymbol. Diese ultimative Ehrung wird jenen gewährt, die den Sonnenlichtkriegern herbeigerufen und ein Ziel meistern. Das Symbol repräsentiert Fürst Gwyns Erstgeborenen, der seinen Götterstatus verlor und aus den Annalen getilgt wurde. Doch der alte Kriegsgott wacht nach wie vor penibel über seine Krieger. Meinetwegen. Also es ist einfach nur so hier, ne? Kriegst einen Orden. Was hatte ich noch gekriegt? Von dem anderen hier, den Coin da. In der Abbildung des alten McLaughlin. Gott der Medizin und des Kranken. Selbst den wertvollsten Münzen der Menschenwelt kommt in Lordran nur geringen Wert zu. Da man dort ein Seelenbild zahlt. Jene, die von der Rückkehr in der Außenwelt träumen, tragen gern diese Münze bei sich. Ja, meinetwegen, ne? So, dann wollen wir mal gucken, was die alte Dame für uns hat.
Eskos-Flakon stärken. Ja, geil. Jetzt wissen wir, wie das mit dieser komischen Seele oder was es mit der Seele auf sich hatte. Eine Feuerhüterin-Seele. Ach, die haben wir doch eben so, letztes Mal da so wunderschön verbraten. Reden wir mal mit ihr. Keine Ahnung, sie kann nicht sprechen. Ach, guck mal, wenn ich unten an dem Leuchtfeuer bin, habe ich 10. Ich habe mich schon gewundert, weil irgendwann hatte ich doch mal 10. Ey, hier geht's ja noch weiter. Wo geht's denn hier hin, sag mal? Will ich's wissen? Kann man hier von Anfang an schon lang gehen? Oh, ein Kuh. Yay! Moment mal. Okay. Alter, was ist das denn hier so gruselig? Wie geht das denn hier schon wieder hin? Ey, ist hier noch eine Welt? Ist das für ein Hebel? Hebel heißt was? Tür zu und kannst du mich mal am Arsch lecken? Oder was heißt der Hebel? Aber er sagt ja was von der zweiten Glocke und ich glaube nicht, dass hier noch eine zweite Glocke ist. Das sieht nämlich so ein bisschen aus wie... ist nichts gut. Okay, das lassen wir dann mal. Wollen wir wieder zurück cruisen. Ja! Brummkreisel! Gut. Ja, jetzt fährt er runter und bleibt unten, oder was? Oder kann man die Dame wieder hochholen? Naja, gut. Wäre jetzt natürlich doof, wenn er jetzt die ganze Zeit unten wäre. Aber laufen wir mal wieder hoch. Ach komm, ey. Aber war da noch irgendwo eine Tür oder irgendwie sowas? Ja, die Alte kann ja nicht reden. Es muss ja irgendwo eine Tür gegeben haben. Oder, was heißt eine Tür? Es muss ja irgendwo ein Weg in dieser Burg oder was in diesem Schloss, Kerker, whatever das ist. Muss es ja gegeben haben, dass ich dann wieder weiterkomme. Weil das sieht ja so nach Glockenturm aus und da muss denn ja irgendwie eine Glocke sein oder was auch immer. Aber wisst ihr was? Wir gehen mal wieder den Anfangsweg. Das ist nämlich schön einfach von den Mobs her und deswegen... So, vielleicht ist ja hier irgendwie jetzt was, was wir doch erreichen können, was wir vorher nicht erreicht haben. Hätten können. Hey, du Drecksau. Vielleicht sollte ich mich ab und zu auch mal heilen und mal gucken, was ich hier mache. Irgendwie geben die mehr wieder. Mehr wieder, Mann. Ist hier einer? Da fällt er einfach runter, du Blödmann. Kann man nicht angehen. Ich wollte gerade gucken, ob ich da irgendwie rüberkomme auf irgendeine Special Art. Und der Sack fällt einfach wie so ein Stock runter. Mal gucken. Ach guck mal, jetzt sind wir ja schon hier. Willst du mich verarschen? Du schießt aber auch aggressiv Pfeile, der Typ. Wie oft wir hier gestartet sind, ne? Oh, war das erbärmlich. Oh, war das erbärmlich. Warte mal, da ging's hoch. Da kamen wir dann zur Brücke. Aber... Ey, wir gucken mal, ob hier auch irgendwelche... Also da hinten war ja keine... Da war ja keine Tür. Oder irgendwas. Boah, Alter. Willst du mich ficken, oder was? Man sollte nicht zu übermütig werden, Freundchen. Wobei, ich darf jetzt gar nicht sterben, Alter. Sonst spawn ich hier wieder ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Deswegen wollen wir jetzt gar nicht versuchen, gegen diesen komischen Ritter zu kämpfen. So, guck mal, hier war eine Tür. Kann ich da jetzt irgendwie rein? Wer hätt's gedacht? Wäre ja auch zu schön. So, dann wollen wir mal gucken. Hier war doch auch noch eine Tür, meine ich, ne? Ja, guck mal, da ist eine Tür. Und da ist der scheiß Drache. Ja, geil! Die geht jetzt auf. Wollen wir mal gucken, was hier jetzt so kommt.
Mir fällt gerade ein, wenn ich jetzt sterbe. Spawn ich am Arsch der Welt, ne? Ich sollte vielleicht mal wirklich gucken, dass ich das Leuchtfeuer da hinten nochmal aktiviere. Und gucken, dass ich den Drachen jetzt nicht irgendwie aktiviere. Oh, lass den Drachen bitte nicht aktiviert werden. Mann, es war so klar, dass das passiert. Wäre ich mal einfach durchgerusht, ey. So eine Scheiße. Und jetzt bin ich wieder ganz am Anfang, ne? Oh, fick dich. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Wenn ich jetzt... selbst wenn ich mit dem Fahrstuhl zurückfahre, muss ich da... Kilometer laufen. Aber das ist doch... Ficke ist das doch. Ey, ich laufe... Warte mal, ich laufe den normalen Weg ja jetzt wieder hoch und dann... Ja, ist so. So, Ficke, jetzt sind wir hier wieder am Leuchtfeuer und dann gehe ich jetzt einfach rein, ey. Schnauze voll. Hier, komm, Leuchtfeuer rasten, danke. Mann! Ist das ätzend. So, jetzt gehen wir da wieder hoch. Und dann gucken wir mal, dass wir von der Rückseite da irgendwie... Ich werde halt erstmal, wenn ich da hochgehe, sein das Feuer spucken. Dann aktivieren wir ihn einmal, dann tötet er kurz die beiden Dudes da und dann ist gut. Und dann gehen wir gemütlich zurück und da runter. Schön, ja, schon wieder hier rumblubbern. Okay, na gut, dann lassen wir sie kurz kommen. Ach, gib doch mal Gas. Da-dam, dam, da-dam, dam. Danke. Oh Mann, wie soll ich das denn... Warte mal, wie soll ich das denn machen? Kann ich den nicht irgendwie ablenken, den Typen? Warte mal, ich hab doch Pfeil und... Ich hab doch irgendwie Pfeil und Bogen gekriegt neulich. Hier, genau. Holzpfeil. Ja, da muss er nicht mal Schaden machen, das Ding. Dann machen wir da mal kurz einen... Ich hab doch einen Bogen hier, einen langen Bogen gekriegt. Guck mal da, guck doch an. Das sieht doch schon mal gar nicht so viel... Ach, jetzt läuft er schon wieder, du Blödsack. Aber wieso habe ich jetzt schon wieder 10 Estus? Obwohl ich an dem Feuer war. Ah, guck mal, ich hab sogar einen... Aber ich habe ihn in der falschen Hand ausgewählt. Guck mal an! Warte, warte. Oder ist der jetzt natürlich nicht. Doch, da ist er. So, das sieht auch schon besser aus. Wieso ist er denn? Wie geht er denn bitte ab? Wie geht er denn bitte ab? Was ist er denn für ein Freak? Was geht denn bei dir ab? Oh, meine Seelen. Diese 400 Stück oder was war das? So. Hat sich das auch kurz erledigt?
hier, guck mal. Ja, ich gehe lieber runter. Nee, dann müsste ich den ja echt als... in der anderen Hand auswählen, damit ich ihn wirklich... wirklich auswählen kann, also zielen kann. Tatsache. Schön Headshot geben, ey. Dann wird sie auch nur denken, ja, pf, was juckt mich das? Hör auf damit. Jetzt geht er da oben wahrscheinlich erstmal ab wie Schmitz' Katze. Nee, hat sich gesagt, kannst du mich mal am Arsch lecken. Oh, nein! Ah, Mann, ich wollte runtergehen. Runter, runter mit dir. Der dreht voll ab, ey. Der ist voll auf Crack. Ist wieder zurück. Was ich auch noch, Leute, genau. Das können wir jetzt mal machen. Ich habe ja gesehen, ich habe jetzt ja nur genug. Und zwar, man kann sich wohl seinen Schwanni hinten, also der jetzt runterbaumelt, das ist wohl eine Waffe. Und da das Ding jetzt hier so seelenruhig runterbaumelt, kann man das, gibt es wohl so einen Trick, wie man sich das Ding mal eben früher beschaffen kann, als es eigentlich wohl gedacht war, geplant war, keine Ahnung. Ich falle sowieso gleich runter, Achtung. Ach, doch nicht. Und zwar, indem man das Ding einfach immer nur abschießt. Ein paar Mal und dann irgendwann fällt das Ding wohl ab. Wir haben das jetzt ja rausgekriegt mit Pfeil und Bogen. Kriegen wir das ja ganz gut hin. Wir müssen das Ding natürlich nur treffen, ne? Das ist ja klar. Falscher Knopf. Wir müssen halt nur gucken, dass wir uns irgendwie verstecken, weil... er hier wohl dann auch mal noch abgeht. Wie blöd. Nicht, dass er uns dann nachher irgendwie so ein Kinnhaken irgendwie verpasst. Guck mal, da ist er wieder. Wir versuchen das einfach mal. Ich schieße da immer mal gegen. Ich habe hier 94 Pfeile. Mal sehen. Ach ja. Schieß mal weiter. Lalalalala. Vielleicht muss ich den auch ein bisschen tiefer treffen, dass ich nicht direkt da oben treffe, sondern vielleicht ein bisschen tiefer. Dass ich direkt auf das Ding schieße da. Keine Ahnung. Nur ist es echt schwerer zu treffen. Na, es ändert glaube ich nichts, wenn ich da unten treffe oder oben treffe. Ich will machen wir ihm dadurch eigentlich Schaden? Weil ich vorhin getroffen habe, ich glaube ich 4 oder 9 oder was habe ich mir abgezogen. Vielleicht braucht er eine gewisse Anzahl von Schaden auf seinem Schwanni, damit er es dann wieder dann abfällt. Wer weiß das schon? Ach was. Ach was. Hab ich jetzt ein Schwert gekriegt? Ah, ich komme mit der Steuerung immer nicht so klar. Gerade das Drachenschwert. 200 Schaden. Willst du mich verarschen?
6 als Gewicht. Guck mal, meinst du 165? Das ist schon hochgetuned. Aber eventuell. Warte mal. Ach, jetzt. Ja, gut, saufen, das war jetzt gar nicht so verkehrt. Warte mal. Es kann natürlich sein, dass es ein Zweihänder ist. Nein, ist es nicht. Ach ja, ich muss die Armbrust nochmal wieder raus. Hier den Bogen muss ich nochmal auspacken. Dann bin ich noch ein bisschen flinker. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr so eine... Jetzt läufst du schon wieder. Ich drücke aber den falschen Knopf. Mann! Ich... schon wieder... Oh, wie geil. Den wollte ich drücken. So, jetzt aber. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr so eine Range. Aber mache ja nun einiges mehr Schaden. Aber, Leute, genau. Das heißt, jetzt werden wir mal runtergehen. Wieder zurück zum Spawner hier, wollte ich gerade sagen. Und dann werden wir mal runtergehen. Also da, wo die Treppe war. Und dann werden wir mal gucken, was uns da auf uns wartet.